Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003 für die PlayStation 1. Im letzten Part haben wir den Card Quest, sag ich jetzt mal, beendet. Wir haben die Asuka-Trophäe bekommen und wir haben alle Digimon-Partner zusammengesammelt, indem wir im letzten Part noch Armomon besiegt haben. Ich habe jetzt offscreen in der Möbius-Wüste noch das Monmon abgeholt und dadurch haben wir jetzt ein Achievement und hier kommt das Achievement für alle Digimon-Partner in Digimon World 2003. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich bin wieder bei den Kulon-Minen und ich möchte euch erstmal den Weg zeigen zum legendären Gym, also zum legendären Trainingsort. Ja, ihr geht von den Kulon-Minen einfach denselben Weg wie ich und dann werdet ihr dorthin finden. Das muss hier irgendwo sein, genau. See aus Eis. Ja. Kann sein, dass es ein Weilchen dauert. Wie gesagt, hier ist ein bisschen verwirrend meiner Meinung nach. Also ich mag den Ostsektor überhaupt nicht. Ich finde den sehr, sehr, sehr verwirrend in beiden Servern. Ich meine, der generelle Amaterasu-Server ist ja generell ziemlich verwirrend. Und alles, was mit Digimon zu tun hat, ist sowieso verwirrend. Aber der Nordsektor setzt noch mal einen drauf, meiner Meinung nach. Dass man ständig überall hochspringen muss, hochklettern muss, runterspringen muss und so weiter. Hochspringen wäre natürlich gut. Dann könnte ich mir einiges an Zeit sparen. Ja, und offscreen hat sich natürlich beim Hin- und Herlaufen auch der Omnimon ein bisschen aufgeboostet. Und Agumon generell. Und wie ihr sehen könnt, ein bisschen hat es was gebracht. So viel jetzt aber auch wieder nicht. Und jetzt kommt gleich der Ort, an den wir wollten. Genau, die legendäre Halle. Dort habe ich übrigens offscreen ein paar meiner Digimon aufgeboostet. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, soweit ich weiß. Außer halt der Trainingsort generell. Damit du stark bist, muss auch deine Seele stark sein. Dies ist ein idealer Trainingsort, bla bla bla. Also, wie gesagt, hier unten bei Flamedramon, yeah, Flamedramon FTW, könnt ihr Training machen, welches besser ist als überall anders. Das heißt, ihr könnt mehr als 66 Stats kriegen. Ich habe da, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen Speed gemacht. Ich habe ein bisschen Defense gemacht und so halt so zwischendurch immer ein paar Sachen. Ich habe auch hier vor allem Defense, Speed und die zwei anderen magischen Werte, nenne ich es jetzt mal, auf den 5er-Bereich gebracht. Und ja, da werden wir noch etliche Zeit verbringen. Wollt das nur mal kurz zeigen für euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu den Kulon-Minen und dann machen wir doch gerade mal in der Story weiter. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind bei den Kulon-Minen und ganz kurz zur Information nochmal. Ich habe in den letzten zwei Parts gesagt, dass ich euch sage, woher man Devimon-Karten kriegt und so weiter. Ich habe die ganzen Devimon-Karten aus Boostern. Ihr kriegt die im Südsektor, kriegt ihr Devimon. Nee, da kriegt ihr nicht Devimon. Im Südsektor kriegt ihr Devimon rufen. Devimon kriegt ihr im Westsektor. Also wenn ihr angelt, ich habe dann Cardmons geangelt und die besiegt. Und man kann aber auch die meisten Devimon-Karten in Shops kaufen bei Divermons. Und zwar kann man im Südsektor, in Asuka-Server, kannst du Devimon kaufen, meine ich. Und du kannst Lady Devimon, nee, da kannst du Lady Devimon kaufen. Und Devimon kannst du, glaube ich, in Amaterasu-Server kaufen, auch wieder Südsektor, da in der Stadt, in der Ching-Chang-Chong-Stadt. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter. Ich empfehle generell viel zu angeln. Ja, der kämpft erstmal gegen uns. Also wie gesagt, ich empfehle generell viel zu angeln, weil ihr da halt extrem viel Dings an euch reißen könnt. Extrem viel Booster. Erstmal fett was getrunken. Oh, das Tapirmon hält ja was aus. Wahrscheinlich das stärkste Tapirmon aller Zeiten. Ich meine, wenn ein Rookie-Digimon einen Schlag von Omnimon aushält, dann ist das schon crazy. Ja, Omnimon Level 48. Und so langsam kommen wir auch mit Agumon an das Level ran von Dings. Oh, das ist Monmon. Hol mir Kulon Digizoid-Metall. Wenn ich das Metall habe, mache ich eine stärkere Waffe. Okay, das werden wir irgendwann mal bestimmt in Angriff nehmen. Kulon Waffen. Oh, hier gibt's Waffen. Hey, ich bin ein genialer Waffenschmied. Hier, Typen, habt keinen Geschmack. Kommt wieder, wenn ihr besser gerüstet seid. Ja, also wie gesagt, man muss erst bessere Equipments haben. Ich habe davon noch nicht ganz so viel Ahnung. Aber ich werde mich erkunden und ihr werdet das Bestmöglichste sehen, was es zu machen gibt. Das verspreche ich euch.
Aber erstmal speichern wir hier und machen mit der Story weiter, denn ich brauche ein paar Parts, sonst komme ich in Verzug, denn ich muss immer so viel Power leveln. Also jetzt allein um die Digitation zu kriegen oder Karten zu sammeln und so weiter und so fort. Ja, die Musik. Dum, 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 dum. Bitte warten. Bleiben Sie dran. Bitte warten. Ihr Anruf wird in Kürze entgegengenommen. Bitte warten. Bleiben Sie dran. So, ja. So, gespeichert und wir können weitermachen. Kolonwaffen. Und ich denke mal, dass wir da jetzt gleich irgendwie... Moment mal. Ach ja, genau. Gehen wir doch mal einfach weiter. Wir gucken uns mal um, was es hier gibt. Ob es hier irgendwas zu reißen gibt. Und wenn nicht, müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. So. Man kann hier nach unten, aber hier unten ist nicht wirklich was. Ein Fugamon. Fugamon. Wie gesagt, ich habe bei den Kulon-Minen jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel voraufgeschrieben. Ich weiß ungefähr, was kommt, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wo man hin muss. Also nicht böse sein, Leute. Muss auch mal sein. Ich muss auch mal verwirrt sein. Ich darf auch mal verwirrt sein. Solange ich ungefähr weiß, was zu tun ist, passt das erstmal. Außerdem schadet das Level nicht. Ich werde jetzt gleich mal zum Entertaining das Digimon wechseln. Moment, wo geht's denn hier hoch? Nirgends, da waren wir. Und darunter geht's auch nirgends oder was? Oder geht's da weiter? Ah, da geht's weiter, okay. Oh, das sieht gruselig aus. Was ist hier? Eisverlies. Ah, jetzt kommen die drei Ebenen. Stimmt. Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz zur Abwechslung ein Digimon austauschen. Und zwar möchte ich anstatt Omnimon mal ein bisschen den Belsemon kämpfen lassen. Damit ihr den auch mal sehen könnt. Den habt ihr ja auch noch gar nicht gesehen, seit ich ihn habe. Ich habe zwar schon erklärt, wie ich ihn bekommen habe, aber das war es auch. Eisverlies. Eisdungeon. Das ist das Eisverlies. Es ist eine Welt aus Eis. Danach wird es noch ungemütlicher. Aber wenn du weitergehen willst, ich halte dich nicht auf. Okay, das da funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, ein Warper oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh. Battle. Im Eisverlies gegen ein cooles Nomemon. Ja, und unser Belsemon attackt. Und wir defensen, neues Wort. Ich habe ein neues Wort erfunden, defensen. Gänsefleisch, mal bitte ans Telefon. Ne, Gänsefleisch. Geh ich mal bitte ans Telefon, Gänsefleisch. So. Belsemon Level 22. Ja, Belsemon muss auch ein bisschen geboostet werden. Übrigens ist Belsemon das letzte Digimon in meiner Gilmon-Reihe. Ah, Rutschrätsel. I loving it. Wie gesagt, ist Belsemon das letzte in der Reihe von Gilmon und Omnimon das letzte in der Reihe von Schlachmichtotmon. Nein, von Agumon. Weikmon. Ha, one hit down. So viel zu Weikmon. Was bist du denn? Du bist eher Weibmon. Nein, Spaß. Okay, dann werde ich das Rutschrätsel mal ausprobieren. Ich glaube, das war nicht so doll. Da kehre ich wieder zurück. Oh, ich hasse es, dass auch immer die Battles zwischendurch so viel kommen, ne? Okay, da kann ich rüber. Oh mein Gott, das sieht aus nach einem richtig geilen Dungeon. Der gefällt mir jetzt schon. Okay, da kehre ich wieder zurück. Alles klar. Was passiert, wenn ich hier rutsche? Komme ich hier oben hin. Dann kann ich da weiter rutschen und ein Battle machen. Gegen ein grünen, ein türkises Nomemon. In deinem Maul, Nomemon. Ich will mal eben gucken, wie viele Erfahrungspunkte das gibt und wie viel Geld das gibt. Vielleicht ist das ja ein besserer Levelort als der Schrein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Der Schrein ist halt nah an der Stadt und da ist eigentlich auch gar kein Problem, immer wieder zu speichern. Aber in den Kulon-Minen gibt es ja auch theoretisch einen Ort, an dem man speichern kann. Da bei dem Metall-Etemon gab es ja einen Ort. Es gibt viel mehr Erfahrungspunkte und viel mehr Geld. Also die meisten Leute sagen zwar, dass es besser zu leveln ist in im Schrein, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Okay, ich gehe mal auf den Porter.
Zzzz, klingt wieder wie Mega Man, der aufladet. Okay, also alle Porter bringen mich im Moment zurück. Da gibt es noch einen anderen Porter, den wir noch nicht ausprobiert haben. Den probieren wir jetzt aus. Und zwar... Ich glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Jetzt, Leute, ich hatte den schon, ne? Nee, ich hatte den noch nicht. Oh, Eishexe, Moment bitte. Jemand wie du darf hier nicht durch. Gib auf und geh nach Hause. Machst du Witze? Dafür ist keine Zeit. Ich bin die Königin des Eisverlieses. Hüte deine Zunge. Das ist unverzeihlich. Dafür wirst du bestraft. Du wirst bestraft. Im Namen Gottes. Nein, Spaß. Im Namen Gottes. Du wirst bestraft. Mit Frigimon. Also mit Frigimon kannst du nicht meinen Beelzemann bestrafen. Das kann ich dir aber gleich sagen. Das ist der Two-Hit. Wie billig. Ich geb dir eine Faust. Tja, Defense. Ich hab gedefensed. Ich hab gedefensed. So. Und Frigimon ist auch weg vom Fenster. Das ist ja gar nichts gewesen. Der reißt ja nichts, der Frigimon. Was kommt denn jetzt? Oh, Mega Sidramon. Oh, 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 oh. Kann man den auch haben? Vor allem, wieso hat der Grafikfehler am Bauch? Der sieht aus... Also der war in Digimon World 1 besser animiert. Kommt mir zumindest so vor. Der hat ja voll die Grafikfehler am Bauch. Seht ihr das auch oder bin ich einfach nur irgendwie auf LSD? Also ich sehe ja Grafikfehler am Bauch. So, Mega Sidramon, Kaputtimatico. Was kommt als nächstes? Das dritte. Ein Mammothmon. Ein Mammut. Oh, den kenne ich auch. Den hatte ich als Karte. Den hatte ich mal als Digimon-Karte früher. Ja, ich hatte dieses Starterdeck mit Herkules Kaputtimon. Da gab es noch eins mit Phönixmon, meine ich, aber das hatte ich nicht. Wieso hatte ich es nicht? Phönixmon ist eins meiner Lieblings-Digimon. Nein, aber Herkules Kaputtimon ist ja mein Lieblings-Mega-Digimon, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Level 25. Was ich auch mag, ist Gran Kuvagamon. Das gibt's hier auch in dem Spiel. Ich habe die Eishexe besiegt. Hetze. Ich habe verloren, du bist ziemlich gut. Laut Regeln darfst du jetzt weitergehen. Aber wer hält sich schon an die Regeln, kleiner Junge? Geh schon, ich bete für deinen Erfolg. Okay, dann bete du doch halt. Und jetzt kommt das Feuerverlies. Und ein Battle natürlich. Ein Flare-Risamon oder Flare-Risamon. Flare-Risamon. Um ganz genau zu sein. Früher habe ich auch mal Flare-Risamon gesagt. Flare-Risamon. So. Einfach mal draufballern. Butz. In dein Gesicht, nein. So. Level 26. Beelzemon macht sich so langsam. Das Digimon auf Wemon, zu dem Wemon wird, ist noch stärker als die anderen beiden. Das heißt, was ihr bisher gesehen habt, ist noch ein Witz. Oh mein Gott, was ist das? Skalmeramon. Skalmeramon ist ja nicht auch in Dings vorgekommen? Der ist doch bestimmt auch im Anime vorgekommen. Ich weiß zwar nicht mehr wann, aber er ist vorgekommen. Leute, findet ihr Elecmon auch so episch? Ich weiß nicht wieso, ich mag Elecmon. Elecmon ist cool. Elecmons Champion Level ist offiziell Leomon, was ich nicht nachvollziehen kann. Oh, was ist passiert? Oh, ich habe aufs Maul gekriegt wegen einer Mine. Zum Glück habe ich Heal-Items dabei. Deine Mine, ich verziehe keine Mine bei deiner Mine. Versteht ihr? Die haben Minen gelegt. In eine Mine. You achieved dumpness. Nein. Eigentlich müsste ich gar nicht so viel Items auf meine Digimon verschwenden, weil die werden wahrscheinlich gleich sowieso wieder in eine Mine treten. Feuerverlies. Ah. Sag ich doch. Boom, boom, boom. Und dann treffen wir ein rotes Numemon. Da haben sie ja richtig übertrieben. Das ist ja mit Abstand das stärkste Digimon, was es gibt, Numemon. Und ich habe nur ein HP. Yeah, in mein Maul. Und natürlich ist jetzt mein Gilmon down. Außer er blockt es. Ha, er hat's geblockt. Okay. Beelzemon ist einfach zu episch. Schade, dass es hier kein Blast-Mode gibt von Beelzemon.
Das ist das Beste, was Beelzemon nur drauf hat. Beelzemon Blast Mode. Level 27. Oh, ganz schön viel Geld. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen farmen gehen. Und jetzt werde ich natürlich erstmal wieder alles voll healen. Denn jetzt kommt der zweite Leader. Und dann müssen wir, glaube ich, schon... Oder was heißt Leader? Der zweite Defensor. Der macht immer Defense, deswegen. Und dann müssen wir auch schon den Part beenden nach dem Typen wahrscheinlich. Eigentlich schon vor dem Typen, aber ich habe da keine Böcke drauf. Ich möchte den jetzt machen. Und dann danach kommt der nächste Part schon wieder. Oh mein Gott, ich bin wieder am Daueraufnehmen. Da ist er. Sekündchen. Gutes Timing. Mir war langweilig. Langweilig? Keine Zeit für sowas. Ist dir nicht langweilig? Da muss ich lachen. Haha, ich muss lachen. Tamer sind heutzutage schwach. Aber du bist anders. Los, wir kämpfen. Hä? Huh? Da muss ich lachen. Ich zeig dir die Kraft meiner Digimon. Feuer! Da muss ich ja lachen, ey. ja. Guck mal, kann ich... Ah ja, da habe ich meine Skills, aber die bringen mir gerade gar nichts. Weil die nämlich speziell sind. Die sind magisch und ich habe keinen guten Magieangriff. Magieangriff, habt ihr auch einen Magieangriff? In your face! Also die Folge wird bestimmt 17 Minuten mindestens gehen, 17, 18, aber ihr habt damit ja eh kein Problem. Bis 20 Minuten ist alles noch machbar. So, Meramon ist besiegt. Skull-Meramon. Was ich jetzt wirklich mal sagen muss nebenbei, wo mir auffällt, dass diese komischen Verlieswächter bestimmte Elemente haben, je nachdem, in welchen Verlies sie sind. Ich muss sagen, ich finde es besser in Digimon World 2003 wie in Pokémon, dass die Leader, die an sich Leader, die Susaku-Leader und so weiter, dass sie nicht auf einen Typ beschränkt sind, falls es euch nicht aufgefallen ist, sondern einfach irgendetwas haben. Also das finde ich schon ziemlich geil gemacht. Blumeramon. Ja, aber die Leader hier oder... Beziehungsweise, was heißt Leader? Diese komischen Verlieswächter, die können wirklich nichts, meiner Meinung nach. Die sind ziemlich billig. Billig? Billig. So. Und dann war es das auch schon. Wir haben ihn besiegt. Level 28. Feuerverlies. Nordsektor. Oh je, verloren. Tatsächlich verloren. Ich muss mal Dampf ablassen. Das müssen wir mal wiederholen. Als nächstes kommt das dunkle Verlies. Sei vorsichtig. Okay, dann war es das erstmal für diesen Part. Oh, da kommt noch ein Battle. Den mache ich noch ganz kurz. Oh, wieder so ein Nomemon. Und ich muss sagen, in letzter Zeit gehen mir die Zuschauerfragen aus. Man kann ja nicht immer dieselben Sachen fragen oder ähnliche Sachen. Also falls ihr geile Zuschauerfragen habt und mir die sagen wollt, schreibt die doch einfach in die Kommentare. Ich lese ja immer alle Kommentare. Wirklich so viel, wie es geht. Die Sache ist natürlich, mir werden mittlerweile dank Google Plus nicht mehr alle angezeigt. Ja. Deswegen Kacker. Kann ich nichts gegen machen. Level 29. So. Und jetzt kommt noch am Ende der Folge eine Zuschauerfrage. Mir ist gerade was ganz Spontanes eingefallen, was so mit Digimon nichts zu tun hat, aber was mich wirklich interessieren würde. Ja, dann kommen wir mal zu der Zuschauerfrage. Meine heutige Zuschauerfrage an euch lautet... Benutzt ihr Facebook noch oder Twitter oder diese ganzen Social Networks oder seid ihr nur noch auf dem Handy in WhatsApp oder sowas? Also seid ihr für Facebook oder wie seid ihr so drauf? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.